So, Leute, willkommen zurück zu Digimon Survive. Ich möchte gerne, dass das Deltamon haben. Komm wieder, willst du was haben? Ich will das haben. Wir haben noch keinen Deltamon. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir noch nicht wissen, was wir antworten müssen. Doch, aber es wollte nicht mitkommen. Beim letzten Mal wussten wir es. Inzwischen wissen wir es wieder nicht mehr, aber wir wussten es mal. So, die beiden sind für uns wurscht. Aber ich will gerne das Deltamon haben. Du siehst aber schwach aus. Ist doch auch genügend Fleisch? Ich glaube, das war, du siehst stark aus. Ich glaube bei ihm nicht, aber okay, wir nehmen es. Ah, doch, war. Ich will nur lustige Sachen machen. Du auch, oder? Ich glaube, das war noch mehr als du. Ich glaube auch. Ja, zumindest ein Punkt. Wusstest du schon, nach dem Mampfen ist ein Nickerchen das Beste? Danke für die Lektion, würde ich jetzt. Na wohl. Das ist halt so ein Proll. So ein Proll-Charakter. Danke für die Lektion, ist fast zu. Er hat gesagt. Mal, ja, das. Ja, das Beste, glaube ich nicht, aber. Oh doch, ein Punkt. Was willst du? Sei mein Freund. Dann halt nicht. Wenn du nicht mein Freund sein willst, dann nicht. Dann verhaust du jetzt deine Freunde. Ja. Ich habe ja gesaved vorher, dass wir diesen Kampf theoretisch unendlich oft machen können. Ja, dann kommen wir ja nie vorwärts. Ja, stimmt. Du kannst es gerne tun. Du kannst jetzt nochmal versuchen und nochmal versuchen und nochmal versuchen, aber müsstest du das ja eigentlich dann nicht für die Aufnahme machen. Ja. Oder du müsstest alles für die Aufnahme machen, damit du... Das ist mein Gebiet. Lass es zu essen hier und verschwinde. Ich hätte gesagt, du müsst mir essen. Oder jag doch selbst. Immer du gehst mir essen. Hä? Oh. Mach dich dem Erdboden gleich. Schön ein Starker. Ah, jetzt müssen wir noch eins perfekt machen. Ah, ständig kommt mir jeder in die Quere. Das ist doch verrückt. Nee. Ah. Er wollte nicht. Dann will ich da den Kampf gar nicht weitermachen. Das war ja wirklich bloß, um ihn zu kriegen. Um das Vieh zu kriegen. Dementsprechend gehen wir jetzt in den nächsten Kampf. Die sind nochmal da, also probieren wir es nochmal. Sind ja sowieso alle noch ziemlich unterlevelt. Können wir unsere Hauptcharaktere mal alle aufs gleiche Level bringen. Und wir lernen ja langsam die Antworten von dem Vieh. Die Diatorimon, die kriegen wir halt nicht, aber gut. Die brauchen wir nicht. Willst du lustige Sachen machen? Ich will immer lustige Sachen machen, du doch auch, oder? Ja, das ist jetzt die Frage. Wir hatten mit mehr als du, hatten wir einen. Nehmen wir. Wir nehmen, was wir kriegen. Wusstest du schon, nach dem Mampfen ist ein Nickerchen das Beste? Dann nimm mal... Warte mal, was hatten wir da vorhin genommen? Ja, das Beste. Ja, das war aber ein Punkt nur. Ja. Ja, dann nimm, was du kriegen kannst. Du hast ja gesagt. Das ist halt Risikospiel. Aber wenn wir das nächste versauen, ist egal. Ja, eben. Ja, ständig kommt mir jeder in die Quere. Da hast du gesagt, es ist doch verrückt, das hat nicht funktioniert. Dann beruhig dich endlich. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja. Sei mein Freund. Mögen mich alle nicht.
Keiner von denen hat mich lieb. So, reden wir uns den anderen jetzt schön, dass der mitkommt. Ja, komm mal ständig in die Quere. Beruhig dich endlich. So, zwei Punkte schon mal gut gemacht. Ich hab zwei Punkte, ja. Ich will immer lustige Sachen machen, du doch auch. Noch mehr als du ist ein Punkt, sicher? Du siehst aber ziemlich schwach aus, ist doch auch genügend Fleisch. Und dann kannst du sagen, du siehst stark aus. Genau, so. Nee. Und auf ein neues. Es will uns nicht. Warum mögen mich Deltamon nicht? Was nicht? Ach komm. Ja, ich könnte jetzt laden, aber nö. Dann ist es halt so. Vielleicht hast du ja später nochmal die Chance. So, ich möchte mit Shuji reden. Er ist Shuji, soll ich mit ihm reden? Erst, wenn wir hier alles gescannt haben. Stimmt, ich sollte erstmal alle Gebiete abscannen. Ich habe die Gebiete mit den Leuten noch nicht abgescannt. Fangen wir mal unten an. Hier ist nix. Da ist was. Ein Ausdauerpilz. Ich hoffe ja immer noch drauf, dass wir wieder Fragmente einer Erinnerung kriegen. Ich möchte das gern alles haben. So findbare Sammelsachen, die möchte ich eigentlich immer haben. So, Toilette hatten wir, glaube ich, schon geguckt, aber gucken wir nochmal. Nichts. Wie ist es mit dir? Bist du auch so immer Sammelgegenstände mitnehmen? Ja, definitiv. Am besten versuchen, immer auf 100% zu kommen. Ja. Aber man muss gestehen, bei manchen Spielen geht das auch sehr schwer. Ja, das stimmt. Da gehöre ich dann leider dann irgendwann zu der Kategorie, wenn es dann zu schwer wird und ich dann 30, 40 Mal dann gescheitert bin, dann gebe ich auf. Aber erst nach 30, 40 Mal. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe jetzt angefangen, hier Darkest Tales zu spielen. Was jetzt auch demnächst bei euch auf YouTube rauskommt. Und also 100% zu kriegen ist echt nicht einfach. Ich glaube, da musst du das Spiel einmal komplett durchspielen und nochmal spielen. Weil ich habe jetzt festgestellt, ich habe das erste Kapitel, bin ich sogar nochmal zurückgegangen, um Sachen zu holen. Und ich habe gerade mal 60% hingekriegt. Oh, okay. Und ich kann euch empfehlen, guckt es euch an, es ist ein tolles Spiel, es macht unheimlich viel Spaß. Da ist Shuji, soll ich mit ihm reden? Ich rede erstmal, wenn es geht, mit Lopmon. Nein, dann rede ich mit Shuji. Du wirst immer mit Lopmon reden. Ich mag Lopmon. Du magst Shuji einfach nicht. Ja, den mag eh keiner. So wie der mit Lopmon umgeht. Lopmon mag ihn. Ja. Lopmon mag ihn. Also, er mag zwar Lopmon nicht, aber Lopmon mag ihn. Das stimmt. Du willst natürlich, dass ich jetzt rede. Ja. Dann komme ich jetzt dazu. So. Was ist los? Nee, was soll ich machen, wenn das so weitergeht? Sei nicht so ängstlich, Shuji. Er ist hier ängstlich. Ich will nur die optimale Strategie aufstellen. Wir müssen die besten Vorgehensweisen wählen. Es darf keine weiteren Opfer geben. Ja, das stimmt wohl. Ich muss es tun, sonst. Shuji. Verantwortung ist wichtig, aber sich zu viel aufzuhalsen bringt auch nichts. Shuji war sowieso nie als Anführer geeignet. Vielleicht sollte ich es ihm durch die Blume sagen oder meine Hilfe anbieten. Also ich glaube, ich würde ihm nicht direkt sagen,
Du hast einfach keine Führungsqualitäten. Das ist schon bei anderen Leuten, die dann Weltkriege angefangen haben, nicht gut ausgegangen. Dementsprechend würde ich sagen, ich würde meine Hilfe anbieten. Ich möchte dir helfen, Shuji. Du lädst dir da zu viel auf. Danke, das weiß ich zu schätzen. Aber ich kann nicht noch mehr von dir verlangen. Das ist Quatsch. Wir sitzen hier alle gemeinsam in der Tinte und du kannst nicht sagen, ich mache das alleine. Das ist Gruppenzeug. Das ist nicht dein Job. Wenn ich ehrlich bin, verlasse ich mich schon zu sehr auf dich. Ja, und sollen sich alle Leute auf dich verlassen, oder was? Das ist ja die gleiche Situation, bloß mit ausgetauschter Person. Bringt nichts. Ist richtig. Alle müssen zusammenarbeiten. Meinst du? Verstehe, Takuma. Du findest, dass ich unzuverlässig bin, oder? Was? Nein, das finde ich überhaupt nicht. Ist schon okay. Ich weiß es ja. Ich weiß, dass die anderen auch so denken. Trotzdem gibt es Sachen, die ich tun muss. Die Mission, die ich vom Professor übernommen habe. Und außerdem... Shuji? Ich bin kein Nichtsnutz. Oh nein, jetzt führt er wieder Selbstgespräch. Er ist in seiner eigenen Welt. Lass mich bitte in Ruhe. Ich habe gerade keine Lust auf Gesellschaft. Shuji. Keine Sorge. Ich weiche ihm nicht von der Seite. Das gilt auch für dich. Na los, lass mich in Ruhe. Auf keinen Fall. Ich kann dich nicht alleine lassen. Ich hab gesagt, lass mich in Ruhe. Ich. Shuji. Schau mich an, Shuji. Oh Mann, armes Lopmon. Wir sollten sie in Ruhe lassen, Agumon. Wobei ich mich frage, ob das in Ordnung ist. Das erinnert mich an Rio, aber ich glaube, brüllen wird hier nicht helfen. Wird schon passen, wenn Lopmon da ist, da bin ich sicher. Ich würde ganz ehrlich, ja, ich kann jetzt nicht mehr für eine Aktion mit ihm reden, aber ich würde weiter mit ihm reden. Bitte lass mich in Ruhe. Vielleicht hättest du ihm doch keine Hilfe anbieten sollen. Ja, sowas weiß man erst im Nachhinein. Ich würde jetzt mal tatsächlich zu Aoi gehen, weil eventuell, Aoi ist ja so ein bisschen die verständnisvollste Mutterperson hier. Vielleicht kann sie helfen. Hey, ist das ein Ring, Aoi? Ja, den habe ich mitgebracht. Ich dachte, ich würde mich ab und zu mal schick machen. Ah, der funkelt aber. Sie schaut ihn sich schon so oft an, bevor sie ins Bett geht. Hey Labramon, sag ihnen das nicht, das ist peinlich. Ist er dir wichtig oder so? Gar nicht, er ist nichts Besonderes. Nur ein Allerweltsding, das man überall kriegt. Das ist zwar nicht die richtige Zeit dafür, aber schöne Sachen heben meine Stimmung. Er hebt deine Stimmung? Ja, wusstest du das nicht? Schöne Sachen geben Mädchen Kraft. Oder auch nicht. Aoi hat noch nie über schöne Sachen oder Schickmachen geredet. Ich fand sie immer so besonnen und reif. Aber sie ist halt doch ein Mädchen. Sexismus. Ich sag... Unerwartet. Ich gebe zu, ich hätte nicht gedacht, dass du dich für irgendwas in Schale wirfst. Ja, Saki hat was Ähnliches gesagt. Sie war erstaunt, dass sich eine gute Schülerin Gedanken über Accessoires macht. Ich sehe schon, dass er mir nicht steht. Was? Nein, so meine ich das nicht. Schäm dich, Takuma. Jetzt fühlt sich Aoi deswegen schlecht. War keine Absicht, glaub's mir. Das kommt unerwartet, ist aber nicht schlimm. Eigentlich bin ich ziemlich beeindruckt. Beeindruckt? Ja, weil es so ein ganz anderer Stil ist. Das sieht eigentlich bei jedem gut aus.
Das meinst du also? Takuma, hast du wirklich vor, zur feindlichen Basis zu gehen? Wenn ich ehrlich sein soll, bin ich mir immer noch nicht ganz sicher. Bist du dagegen, Aoi? Ich würde nicht sagen, dass ich unbedingt dagegen bin. Ich habe Angst vor dem Kämpfen und will nicht verletzt werden, aber wenn es sein muss, mir fällt einfach keine sichere Methode ein. Ja, aber trotzdem kann ich nur über das Problem schwafeln. Ich bin zu nichts nütze. Aoi hat ziemlich Angst. Eine sichere Methode. Ich wünschte, es würde eine geben. Lässt du gerade alle an sich zweifeln? Ja. Ist das dein Plan? Nein. Ich würde jetzt einfach nochmal mit dir reden und sie aufmuntern. Oh, Takuma, hast du meinen Ring gesehen? Den du vorher noch hattest? Eigentlich nicht, was passiert? Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Wie unachtsam von mir in den letzten 2 Minuten? Nein, du bist nicht unachtsam. Das war einfach nur Pech. Meinst du? Ich halte nach Ausschau. Wenn ich irgendwas finde, sage ich Bescheid. Danke, wie konnte ich nur so nachlässig sein? Mach dir keinen Kopf. Das passiert schon jeden Mal. Danke, Labramon. Gut, dann würde ich sagen, hier scheint er nicht zu sein. Vielleicht kannst du ja, nochmal mit ihr reden. Vielleicht hat sie dann wieder gefunden. Du hast hier doch keine Bewegung gerade, oder? Doch, doch. Ach, das hat jetzt irgendwo Bewegung gekostet. Ja. Nochmal mit dir zu reden. Das hat Bewegung gekostet. Oh, auch die zweite Unterhaltung. Ja, auch die zweite Unterhaltung. Okay, also offiziell hast du es jetzt eigentlich nur schlimmer gemacht. Ja, andernfalls hätte ich halt nicht erfahren, dass sie ihren Ring verloren hat. Das ist halt die Sache. Und man weiß es halt vorher nie. Und wenn ich jetzt noch mit ihr rede... Nee, jetzt verbraucht es keine Unterhaltung mehr. Tut mir leid, dass ich nerve. Ich suche auch, aber sag Bescheid, wenn du ihn findest. Ja, mach ich. Ah, okay. Vielleicht hat sie ihn ja auf dem Klo verloren. Nee. Im Lehrerzimmer. Mit Kaito würde ich auch noch reden, wenn ich niemanden sonst habe, mit dem ich reden kann. Klingt jetzt negativer, als ich es eigentlich sagen wollte. Also ich muss sagen, in der Situation würde ich mit den beiden Kiddies eigentlich am wenigsten reden von allen. Ja. Kann ich wieder mit Shuji reden? Nee, Shuji ist immer noch im gleichen Modus wie vorher. Ups, das wollte ich nicht. Das war die falsche Taste. Minoru. Moment, war da gerade die falsche Textzeile? Darf ich da nochmal reingehen? Ey, da ist Mio, soll ich mit ihr reden? Ja, es ist die falsche Textzeile. Kriege ich dann hier Miyuki? Nee, da ist Mio, soll ich mit ihr reden? Okay. Aber ich finde hier nichts. Dann würde ich mit Kaito reden, dass der vielleicht auch nach dem Ring Ausschau hält. Wenn ich jetzt nichts finde. Also, ganz doof. Wenn es um Ringe geht, würde ich vielleicht die Mädels trotzdem fragen. Saki? Ja, ich würde die Mädels fragen, weil die ja wahrscheinlich eher nach Schmuck und so gucken. Denen fällt sowas eher ins Auge als den Dann Herren. Zieh ich Saki jetzt auch noch runter. Oh Herrgott, bitte nicht. Komm vor, Saki! Siehst du, sie ist schon unten. Ganz schön viel verlangt, oder? Saki! Wenn du dich so schlecht fühlst, solltest du dich da nicht lieber hinlegen oder so? Ich bin gar nicht, gar nicht bedrückt, sondern es geht zu vieles, was wir nicht wissen. Es ist schwierig, in guter Stimmung zu sein. Ja. Was soll das alles? Diese Gerede von Opferbringungen oder so macht mich verrückt. Ja, was soll das alles? Wenn wir hier geopfert werden, was passiert dann?
Brighton, was passiert dann? Okay, gleicher Text nochmal. Schaffen wir es zurück? Sind wir zum Sterben verdammt oder zu was anderem? Hey Takuma, was passiert, wenn wir Opfer in dieser Welt werden? Naja, das habe ich mich auch schon gefragt. Saki macht sich deswegen auch noch Sorgen. Ich bin jetzt mal der Holzklotz. Wir würden einfach sterben, oder? Diese Typen sind viel zu gefährlich. Oh Mann. Was soll der Seufzer? Weil du es offensichtlich ansprichst, Takuma. Das offensichtlich aussprichst. Entschuldigung. Natürlich weiß ich das. Ich wollte mich nur an ein bisschen Hoffnung klammern. Was soll das dann... Was ist denn gerade los mit mir? Was soll das denn für eine Aussage sein? Wir würden einfach sterben. Das tut mir leid. Ich wollte einfach der Frage nicht ausweichen. Es geht nicht darum, Fragen auszuweichen, sondern dass sich eine Dame besser fühlt. Fang nicht an rumzuzicken. Ich hab dich zwar verstanden, aber... Oh Mann, du musst noch viel darüber lernen, das Herz einer Frau zu erobern, mein Freund. Oh Mann, im Grunde genommen weiß keiner von uns überhaupt irgendwas. Letztendlich müssen wir einfach jemanden fragen, der Ahnung hat. Das bedeutet wohl, dass wir kämpfen müssen, oder? Ja. Okay, deine Geliebte mag dich jetzt auch nicht mehr. Naja. Aber kannst du nicht einfach an den Orten suchen, wo diese Fragezeichen sind? Also diese Lupen? Vielleicht findest du da was? Oh, hier ist ein Ereignis. Nochmal. Oh, das sag ich. Sie zieht plötzlich ihre Sachen aus. Was soll ich machen? Ich verstecke mich erstmal. Geh! Ist da jemand? Ich hab's mir wohl nur eingebildet. Ich sehe nach. Kannst du dich in Ruhe umziehen? Super, danke. Oh Mann, sie zieht sich wirklich um. Ich gucke lieber nicht hin. Ah! Was ist? Jemand hat meinen Hinterteil berührt. Ist, jetzt habe ich die Stimmen vertauscht. Wie bitte? Den Mistkerl finde ich. Wurde befummelt? Aber hier dürfte sonst niemand sein. Ah, da ist jemand. Ups. Takuma? Hast du etwa? Ach du meine Güte, wie ist das passiert? Ich muss was sagen. Na super. Ich habe nichts gemacht. Ja, sagen sie alle. Ja, wenn du gestehst, kriegst du zur Strafe nur 100 Schläge oder so. 100? Ich sag doch, ich war das nicht. Du musst mir glauben. Na schön, wenn du das sagst, ich schätze, ich glaube dir. Ganz sicher? Immerhin bist du kein schlechter Mensch. Und nicht der Typ, der sowas machen würde. Super, das Missverständnis scheint geklärt worden zu sein. Nicht hundertprozentig, weil wenn das wirklich ein Fall war, wer war es dann? Also ich möchte uns jetzt nicht in ein schlechtes Licht rücken, aber wer war es, wenn wir es nicht waren? Wir waren ja auch weit weg. Ja, das also, stimmt. Wenn du nicht auf einmal irgendwelche Gum-Gum-Kräfte hast, glaube ich nicht, dass du mit deinen Händen eingehen. Aber dann frage ich mich, wer Saki begrapscht hat. Ja, das würde ich nämlich auch fragen. Ich gucke mich mal tatsächlich um. Da ist Putzzeug, ein Besen, eine Handschaufel, ein Staubtuch und ein Eimer. Damit könnten wir die Schule putzen, wenn sie dreckig ist. Das sind halt alles so diese Standarddialoge hier. So eine Bühne steht oft in Turnhallen für Theaterstücke und Reden von Lehrern. Ja, da ist aber auch nichts. Aber hier ist nichts. Haben wir hier vielleicht Geister? Wenn du es nicht warst, wer war es dann? Das frage ich mich auch, aber ich kann hier nichts mehr finden.
Jetzt wird's aber interessant. Möchte nochmal zu Shuji gehen. Kann ich nochmal mit Shuji reden? Nicht ohne eine Aktion. Sagt er immer das Gleiche? Ja. Stimmt. Okay, dann. Wo wolltest du hin? Ich gucke jetzt nochmal in die Sporthalle. Ne, es ist diesmal. Nochmal. Es ist keine neue Aktion. Nein, die Bühne will ich nicht nochmal angucken. Wir haben auch nichts jetzt übersehen. Ja, aber jetzt kannst du zum Beispiel mit deinem Kaito reden. Ja, wäre eine Möglichkeit. Kaito, wo stehst du rum? Ich gucke auch nochmal bei ihr vorbei, ob sich bei Aoi irgendwas getan hat. Nein, Menüs, Servierwagen. Ja, guck doch mal die Dinge an. Weil sie hat ja hier, ja, das ist verloren. Gleicher Text wie vorher. Gleicher Text wie vorher. Auch gleicher Text wie vorher. Kann ich noch links was? Nope, das sind alle. Okay. Hätte ja sein können, dass es da irgendwo dazwischen, zwischen dem Geschirr oder so ist. Dann reden wir mal mit Kaito. Wir wissen zu viele Dinge nicht, was Kaito wohl darüber denkt. Hey Kaito, meinst du, diese Kreaturen sind unsere Feinde? Wer kann das schon sagen? Wir wissen nicht genug, um uns festlegen zu können. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Erstmal müssen wir mehr erfahren. Selbst ein bisschen würde uns schon helfen. Wir können nichts unternehmen, wenn wir nicht wissen, was hier vor sich geht. Es ist Mist, nichts tun zu können. Wir müssen was herausfinden, und zwar schnell. Kaito ist eher ruppig, aber in seinem Kern ist er ziemlich pragmatisch. Das half ihm wohl, ein guter Bruder zu sein. Für Mio würde er durch die Hölle gehen. Oder vielleicht hat er schon einiges an Kämpfen erlebt. Er verhält sich zumindest so. Kaito? Ja? Du bist pragmatisch. Das ist so das, was ich sagen würde. Ich hätte gesagt, er ist ein guter Bruder. Ja, ich nicht. Du bist erstaunlich pragmatisch. Erstaunlich? Wie meinst du das? Ich bin die Vernunft selbst. Warum sagst du das? Was? Was? Warte mal, warum starrst du so? Ich dachte, ich wäre plemplem. Nein, vielleicht ein bisschen unkonventionell, aber das würde wohl jeder denken. Was heißt überhaupt plemplem? Die Frage geht tiefer, als dir überhaupt bewusst ist, Agumon. Jo, versuch nicht, das Thema zu wechseln. Sieht aus, als wüsste mein Junge... Als wüsste es mein Junge als einziger nicht. Fang jetzt nicht damit an, du Freak. Mist, bei dem Geplauder habe ich die Zeit ganz vergessen. Ich muss weiterarbeiten. Oh, was macht ihr denn überhaupt? Wir erstellen ein Inventar unseres Essens. Dann ist es einfacher zu verwalten. Wow, wusste ich doch, dass du verlässlich bist. Aber ist große Klasse, Kaito. Oh, Captain, mein Captain. Mund halten. Aber alle. Außerdem kriege ich es mit, wenn man sich über mich lustig macht. Mann, oh Mann. Hä? Moment, wo sind die Konserven hin? Noch eine Aktion. Ja. Und das gefällt mir nicht. Erst ist aus dem Nichts Aois Ring verschwunden. Dann hat nichts Aoi begrapscht. Und jetzt ist aus dem Nichts auch noch Essen verschwunden. Ja. Gibt es irgendwelche Digimon, die sich unsichtbar machen können? Ein Chamäleon-Digimon vielleicht. Vielleicht auch einfach ein Bakemon oder ein anderes Geist-Digimon. So. Wer weiß. Wäre interessant. Bin ich gespannt drauf. Sehen wir dann aber beim nächsten Mal. Ihr lasst uns jetzt ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben würde mich sehr freuen. Hutz würde es wahrscheinlich auch freuen. Na, auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns, wenn es denn weitergeht, mit Digimon Survive. Bis dann, euer Wolf. Ciao.